Also, nochmal zusammengefasst. Wir können Energie liefern, nachhaltig. Wir können die dann liefern, wenn sie gebraucht wird. Weil wir können Energie speichern in Form von Gas. Und wir können dann Gas und Strom machen und Wärme machen, wenn es gebraucht wird. Offensichtlich will man das nicht. Wir wollten weg von russischem Gas. Hier ist es. Aber ihr wollt es doch gar nicht. Dann lassen wir es doch. Wenn ihr frieren wollt, bitte sehr, friert doch. Und wenn ihr hungern wollt, bitte sehr, dann hungert. Ihr müsst das nicht essen, was wir produzieren. Wenn ich das Genörgel immer höre, wir sollen nur noch Weizen produzieren von unserem ach so glorreichen Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Weizen anbauen, Weizen. Entschuldigung, Herr Özdemir, ich sag's mal mit Ihren Worten. Bitte mal Fresse halten. Weil wenn man keine Ahnung hat, dann sollte man einfach nicht so daherreden. Wir können auf dem gleichen Standort nicht 10-mal Weizen nacheinander bauen. Und auf diesen Böden, wo wir hier sind, funktioniert das sowieso nicht. Dagegen funktioniert das mit dem Mais recht gut und anderen Sachen. Wir sind die Profis hier auf diesem Standort und da wissen wir ganz genau, was wir tun. Und das schon seit Generationen. Das muss uns nicht einer aus Brüssel oder aus Berlin erklären. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie da reden. Warum sind Sie nicht Kindergärtner oder Kinderbuchautoren und wen wir alle in der Regierung haben? Solche Versager wollen uns erzählen, wie wir zu Wirtschaft und zu arbeiten haben. Hört doch auf. Also mir fehlt echt die Zeit und die Muße, mit diesem täglichen Schwachsinn, der in den Medien kommt, noch zu geben. Brauche ich nicht mehr. Was wir brauchen, ist eigenständiges Handeln und eigenständiges Einsetzen für unsere Interessen. Habt ihr eigentlich vor, dass das Land hier völlig in den Abgrund fährt? Ich habe mir das jetzt echt lange angehört und im Mund gehalten. Und viele werden sagen, ach, hätte der besser doch weiter die Klappe gehalten, Idiot. Meinetwegen. Mir reicht es jetzt aber. Und irgendwann muss man sagen, bis hier und nicht weiter. Und jetzt ist Schluss. Ich habe nicht vor, weiter zuzuschauen, wie alles abgerissen wird, was sich Generationen aufgebaut haben. Die Urgroßeltern, die Großeltern, die Eltern, unsere Generation. Und demnächst soll das für die Kinder sein. Ich frage euch Landwirte mal, habt ihr eigentlich gar kein Ehrgefühl mehr und keinen Anstand? Wollt ihr euch das alles so wegnehmen lassen und zerstören lassen? Und das betrifft auch die gesamte Gesellschaft, den gesamten Mittelstand. Was ist mit euch? Ihr sitzt zu Hause, selbstgerecht, vollgefressen und wartet ab oder was? Hauptsache, es kommt noch was in der Glotze? Im Osten der Republik sind die Leute schon etwas weiter. Die haben verstanden, was die Uhr geschlagen hat. Seit dem Anschlag auf Nord Stream 1 und 2 ist Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Das muss doch wohl jeder mal erkennen. Das waren unsere Hauptschlagadern. Die sind durchtrennt. Wie will dieses Land als Industriestandort weiter vorankommen? Wir sind abgehängt und abgemeldet. Versteht ihr das nicht? Wenn wir keine günstige Energie haben, sind wir nicht konkurrenzfähig. Die Industriebetriebe werden abwandern ins Ausland, die das können. Und der Rest der Mittelstand geht pleite. Vielleicht ist das ja das große Ziel der ganzen Angelegenheit, die hier so läuft. Aber ich habe jedenfalls nicht weiter vor, mit diesem Irrsinn bieten zu lassen. Alle haben sich abgerackert, um sich was aufzubauen. Und wenn es nur das Häuschen ist, was nochmal besteuert werden soll, demnächst mit dem Lastenausgleich. Für so eine Misswirtschaft hat die gesamte Regierung abzutreten. Zurücktreten, Neuwahlen. Weil ich möchte zumindest mal gefragt werden, ob ich völlig verarmen möchte. Ob ich alles verlieren möchte, das setze ich so nicht aufs Spiel. Und das hat auch nicht eine Minderheit, die in der Regierung sitzt, so zu entscheiden. Das reicht.